Es waren vielleicht turbulente Wochen. Erst rutscht Mutter aus und bricht sich das Bein, dann die schwere OP und jetzt die Reha. Und Vater ganz allein zu Hause. Wann kommt Oma wieder nach Hause? Wenn alles gut geht, nächste Woche. Nur ich weiß gar nicht, wie wir die Oma versorgen sollen. Ich bekomme nächste Woche bestimmt keinen Urlaub. Und Opa kann doch gar nicht kochen. Jana? Kommst du? Geh schon mal vor, ich komm gleich. Hallo. Hallo. Meine Oma braucht jetzt auch einen Rollstuhl. Und mein Opa kann sie nicht pflegen. Was kann man denn da machen? Da kann man eine Menge machen. Komm mal mit. Guck mal, hier drin steht die Nummer vom Pflegedienst. Die sind super netter. Und das gibst du deiner Mama und dann ruft ihr da einfach an, okay? Okay. So, und wohin musst du jetzt? Ich muss rein zu meiner Oma. Mhm. Häusliche Pflege in Anspruch zu nehmen, ist ein bewusster Entschluss, sich den Alltag in der vertrauten Umgebung durch professionelle Hilfestellungen zu erleichtern. Das entlastet spürbar und macht den Kopf frei für andere Dinge. Unsere qualifizierten Pflegekräfte wissen, dass sie für die Erhaltung der individuellen Freiräume verantwortlich sind und handeln danach. Jeden Tag. Gute häusliche Pflege zeigt Rücksichtnahme und hat den ganzen Menschen im Blick. In diesem Sinne beraten wir Sie gerne, denn weder Alter noch chronische oder akute Erkrankungen sollen die Teilnahme am Leben mehr als nötig einschränken. Es gibt mehrere Möglichkeiten, hier zum Beispiel die häusliche Pflege. Und auch alle Fragen rund um die Beantragung und Finanzierung der Pflege durch die Kranken- und Pflegekassen sind bei uns gut aufgehoben. Meine Mutter kommt bald aus dem Krankenhaus. Zum Glück ist alles mit dem Roten Kreuz organisiert. Ich hatte schon die schlimmsten Befürchtungen. Warum? Na, weil mein Vater doch noch viel unterwegs ist und meine Mutter dann alleine wäre. Und das geht jetzt? Ja, mit dem Hausnotruf. Das ist wie eine Armbanduhr. Und das Rote Kreuz nur einen Knopfdruck entfernt. Ein gutes, langes Leben in der vertrauten häuslichen Umgebung sollte heute für niemanden eine Utopie sein. Mit dem DRK-Hausnotruf ist niemand in einer Notsituation hilflos. Jederzeit erhalten Sie kompetente und gut vorbereitete Hilfe. Mit nur einem Knopfdruck. Rund um die Uhr. Frau Bress, hier ist Ihre Hausnotrufzentrale. Wie darf ich Ihnen helfen? Bei uns erhalten Sie immer genau die Hilfe, die erforderlich ist. Frau Bress, Ihre Tochter ist informiert. Sie kommt raus. Und im Notfall stehen Ihnen alle Möglichkeiten des modernen Rettungswesens sofort zur Verfügung. Das ist das. Meiner. So, Meiner. Und jetzt hole ich uns was zum Essen. Ja, prima. Gute Idee. Ja. Sehr amerikanisch. Das sieht ja gut aus. Bist du unter die Köche gegangen? Nee, ich bestelle jetzt beim Menüdienst vom Roten Kreuz. Da schmeckt's mir einfach wie zu Hause. Frisch, appetitlich und einfach lecker. Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Eine gute, abwechslungsreiche Küche bedeutet Genuss und Lebensqualität. Mit unserer breiten Palette sorgfältig ausgewählter Gerichte können wir nahezu alle Wünsche erfüllen. Ob deftige Hausmannskost, internationale Spezialitäten oder besondere Kostformen. Unser Menüdienst stellt sich ganz auf Ihre persönlichen Vorlieben ein. Wir verwöhnen Sie gerne. Unkompliziert, preiswert und einfach gut. Was riecht das hier so lecker? Überraschung! Mein Lieblingsessen. Wer hat das denn gekocht? Opa,